Moin, hier ist Heini. Jetzt geht das weiter mit Landwirtschaftssimulator Titanium Edition. Und was ganz Feines, da vorne steht ein Haus. Nee, was ganz Feines. Und zwar, ich bin nicht alleine, ich habe einen Helfer eingestellt. Ja, ich habe zwar kein Geld, aber das konnte ich mir noch gerade so leisten. Und zwar ist das der Nico. Moin, Nico. Hallo. Hallo, wie süß, das ist mein Freund. Ja, Nico will mir helfen, dass wir hier mal ein bisschen Schwung in der Bude kriegen. Und Ja. ja, ich hoffe, muss ich mal gucken, wie das überhaupt ist. Muss ich nur abklären, wenn ich mal alleine spielen will. Oder muss, weil der Nico irgendwie schläft oder keine Ahnung was. Ob ich alleine auf dem Server sein muss oder ob wir beide drauf sein müssen. Nico, kann ich auch alleine spielen? Ja, ne? Kannst auch alleine spielen. Ah, gut, da kann ich ja immer hier alles über den Server jetzt laufen lassen, ne? Ja. Schön, ich laufe hier nämlich rum. Wo bist du denn eigentlich jetzt? Kommen wir gerade ins Spiel. Ach, du bist doch gar nicht du. Wo bist denn du? Er verbindet. Genau, ich hatte auch unter diesen Kommentaren geschrieben, mein Flug kann ich verkaufen. Das ist richtig, den brauchen wir ja erstmal nicht mehr. Und dann kann ich verkaufen, da ist der Tidos. Synchronisation mit der anderen, das spielen. Achso, ich dachte, wäre schon drauf. Du bist meiner. Den Miststreuer können wir aber auch verkaufen und die Restbestände sind dann im Lager. Was meinst du? Den Miststreuer können wir verkaufen. Ja. Das hatte ich jetzt auch vor, das wollte ich als nächstes sagen. Das hat jemand geschrieben, das hast du gestern auch erwähnt. Das werden wir auch machen. Sag mal, hast du Bock auf Mähdrescher-Driven? Sicher. Gut, dann kann ich diesen Vogel hier. Warte, wie viel hast du in deinem Mähdrescher jetzt drin? Der ist voll. Ach, ich habe ja noch einen Auftrag am Laufen, der diesen Golfplatz scheiße da, ne? Ja, aber der ist durch die Übertragung auf dem Server nicht mehr aktuell. Ach so, oder hast du Bock, diesen Jeep da erstmal wegzufahren, nach Hof, zum Hof zu bringen? Mare. Ja? Cool. Dann kannst du das ja machen und dann kann der Helfer, stelle ich ihm kurzfristig ein, ist auch 100% schon. Dann kann ich hiernach ja auch gleich mal eben den Schlüpfer da wegfahren. Sag schon. Getreide wegfahren, ja? Und danach werde ich den Mähdrescher, sag schon, das Ding da verkaufen. Ich habe mir das gekauft damals, weil ich dachte, ich muss mein Feld machen wegen höheren Ertrag, ne? Aber ohne Kühe geht das alles schlecht. Ist das immer Feuer, die. Ja, das wusste ich so nicht, ne? Ich möchte die User, die Zuhörer entschuldigen, wenn mein Freund der Nico etwas leise redet, ne? Ich hoffe, das ist im Video gleich besser. Geben wir uns Mühe. Er schreit nämlich schon. Ich schrei gar nicht. Ich kann einfach überhaupt Ach schreien. so, mein Ding ist schon voll, oder was ist da los? Ach nee, warte, ich muss jetzt erstmal hier den Schlüpfer wieder einstellen, ne? Okay, wie viel Prozent habe ich da jetzt drinne? 81%. Naja, wäre Schwachsinn, wenn ich jetzt losfahren würde. Ich warte noch mal ganz kurz auf den Jungen. Zwei, drei Touren kann ich noch im Warten, ne? Ja, sind gerade auf dem Weg zur Runde mit dem Ziel. Was denn? Gerade auf dem Weg zur Runde mit dem Ziel. Ey, halt, halt! Du hast was verloren! Weil ich eingestiegen bin, wahrscheinlich, oder? Ja. Ach, da siehst du, das ist ja doof, ey. Also darf ich das gar nicht machen, ey. Toll. So. Aussteigen, Heini. Entschuldigung. Entschuldigung. Dann wollen wir mal beobachten, der Tidos, wie er das so vernünftig macht. Ne? Aha, so machst du das also. Das ist ein Ding, du. Das passt da echt perfekt drauf. Sieht geil aus, ne? Das erste Mal, dass ich Multiplayer spiele im LS. Hübschen Kerlke bist du, muss ich mal sagen. Na, wie sehe ich denn eigentlich aus? Wahrscheinlich genauso wie ich. Ja? Ja, schwarze Cappy und so weiter. Spring mal. Yippie, yippie. Freu mich so, ich freu mich so. Ist das geil. Herrlich, ey. So. Ich bleibe in meinem Trecker drinne. So. Ich war aus Versehen wieder in deinem komischen Ding drinne, weil beim Durchsnappen. Ich hoffe mal. Da ist jetzt nicht irgendwie wieder kaputt gegangen. Ist drauf geblieben, ja, ne? Na, ja, alles drauf. Okay. So, dann wollen wir doch mal gucken. Aber nicht kaputt. Ne, ne, ich gebe mir Mühe jetzt. Ich fahre da kein Pferd platt, was du sagst. So, ich glaube, hier nach fahre ich. Jetzt habe ich 82%, 83%. Das kann gut sein. Ja, einmal werde ich noch warten und dann ist der Anhänger voll. Was meinst du, sollen wir als nächstes kaufen?
größeren Mähdrescher, wenn ich hier dran. Einen größeren Mähdrescher, ne? Ja. Den für 160.000, oder? Plus das Mähwerk, ja. Ach ja, das ist ja plus Mähwerk. Warte mal ganz kurz, wie teuer ist das Scheiß überhaupt hier, ey? Kartoffelernte wollen wir ja noch nicht haben. So. Also ohne Mähwerk, genau. 32.000 kostet das Scheißding? Wie komme ich denn auf 160.000, ne? Habe ich da was günstigeres gesehen zufällig? Nee, ne? Aber hier gibt es einen günstigeren Schneidwerk von Case. 10,50 Meter. Auf der einem Deutschland passt, weiß ich nicht. Oh, naja, nützt ja nichts, ne? Scheiße, müssen wir. Ja. Dann brauchen wir ja. Was hat das jetzt gekostet? 200.000. 230.000. Das schaffen wir ja gar nicht so schnell, du. Ja, ja, komplett falsch gewirtschaftet, aber sowas von falsch gewirtschaftet. Ach hier, da kommt er an. Er fährt quer beim Feld, der Jung. Du bist auch mit deinem Hänger. Ja, ich bin ja auch ein Buhl, ne? Benutzt du keine Straßen? Geht Straßen hier? Feldwege zumindest. Steht er da jetzt da? Ja, jetzt ist einmal noch abpumpen und dann ist gut hier. Dein kleiner Mähwerk-Ding, der ist aber auch nicht gerade stabil gebaut. Welches? Dein Hopper. Nee, das sag ich dir. Der hoppt auch immer so. Ey. So, 92%, 93%, 94%. Ah, 94, sowas, oder soll ich nur einmal fahren? Wie viel habe ich gerade gehabt? Wo muss der überhaupt hin? Was habe ich denn überhaupt hier? Wo ist ein Angebot? 1000, was haben wir denn? Gerste, 1179. Ach, du Dicksei. Gerste, 1204. Lagerhaus, 1204. Mühle wäre das Beste. Ja, aber ist nicht mehr. 1204 ist Lagerhaus oder Gaststätte. So, wo ist denn hier der Gaststätte? Restaurant ist M. Das ist ja ganz unten in der Ecke. Oder eben Lagerhalle. Das war C, das war Depot, ist da ganz oben. Ach Gott, Gott. Wo bin ich denn da? Ja, dann kann ich das in C bringen, ganz oben hin. Wenn wir das machen, ne? Dann wollen wir doch mal gucken, wie viel Mücken wir kriegen. Ich warte noch mal ganz kurz, dass ich den nicht bis 94% im Vollknall das Scheißding. Wo bist du eigentlich? Also steht auf dem Hof, ey. Musst du sagen, wenn du jetzt einen Mähdrescher rein willst, ne? Kannst du einfach übernehmen, ey. Oder musst du den erst entlassen, den Helfer? Kannst du das nicht machen? Du musst nur Platz machen. Was? Du musst nur Platz machen. So, ich bin draußen. Ja, war klar, dass ich jetzt anrufe, ne? Oh, warte, das ist mein Engel. Sofort. 2 Sekunden, ja? Da ist er wieder, kurz am Telefon. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Abpumpen muss ich. Genau. Tidos ist da schon drinne. Tidos, voll ungewohnt, ey, dass ich Tidos sagen muss. Wie bist du eigentlich auf diesen Namen gekommen, ey, Tidos? Keine Tennis-System. Heißt dein Hund so? Nur ein Charakter und keine Tennis-System. Was denn? Final Fantasy 10. Ach so. Hau, hau, hau. So, jetzt will ich mal eben hier zur 10. Dann wollen wir mal eben gleich losfahren. Ist er fertig? Ja, jetzt geht's los. Jetzt ist mein Anhänger voll. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Flocken ich dafür kriege. So. Da hinten müssen wir hin irgendwo. Dann fahren wir da lang. Und bist fleißig am Arbeiten da hinten? Oh, wunderbar. Besser als der Helfer. Vor allem schneller als der Helfer. Was denn? Schneller als der Helfer. Genau, das passt doch. Was habe ich gesagt? Gerste, da hinten ist das denn? C ist genau da, wo das gelbe Anhängersymbol ist, dann passt das. Wenn so ein Anhängersymbol grün ist, was heißt das? Mit Grasablage. Das ist ein Grasverkauf. Gras kann ich auch verkaufen?
Ja, hätte ich ja mit meinem Hopper ganz herumfahren können und Gras verkaufen können. Ne? Ist vor allem gut bei den Missionen. Ja, ist doch dieses Baseballfeld war da ja, ey. Toll, hab ich gar nicht gewusst, ey. Wieder Wort gelernt. Man lernt nie aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Häuser so schön. Diese, ich bin ja da am Ablage steht Lagerhäuser, ne? Da sind ja so Texturen drauf, ne? Das sieht echt surreal aus. Ich mag das, ich bin da ein Fan von, muss ich sagen. So, kannst du ein Video sehen, dann weißt du auch, was ich meine. Ne, das sieht echt real aus, sieht cool aus. So, jetzt wollen wir mal sehen, dass wir hier mal links aufbiegen. Links blinke, 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 fein. Und jetzt nochmal links, blinke, 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 blinke. Und hier muss ich abladen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Mücken wir kriegen. Siehst du die Mücken auch gleich bei dir im Kontostand unten? Werde ich dann sehen, wenn du ablädst. Was denn? Werde ich dann sehen, wenn du ablädst. Bei mir auch höher geht. Jetzt geht's los. Ja, Geld erhöht bei mir auch. Schön. Wie viel Geld hat die dann? 79.000, ne? Ja. Das haben wir knapp plus minus 28.000 gekriegt, ungefähr, ne? Könnte hinkommen. Ungefähr, ja. So, dein Village mal eben wieder. C drücken? So, hast du ein Ding schon voll, oder was? Ja, ist voll. Und dann komm ich schon bei. Ach, da hinten sehe ich die auch ja schon auf dem Feld stehen, ey. Aber das ist ganz gut. Die Strecke hier, die ist nicht so weit, nämlich zack, 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 ne? Soll ich gleich im Stall als erstes den Anhänger verkaufen? Den Flug verkaufen, Anhänger verkaufen? Ah, ne, wir können erstmal das Feld im Schnell fertig machen, oder? Was denn? Ich nur noch zwei, dreimal abpumpen, das ist halt fertig. Ja, dann mach ich auf Stelle auf. Sag schon. So. Genau gesehen, dass du berührt. Ich hab dich berührt? Nee. Nein, nicht annähernd. Oh doch, mein Hinterreifen. Entschuldigung. Scheiß Autofahrer bin ich. So. So, mein Freund. Das ist das. Jetzt geht's los. Dann kann man ja auch da hinten, wo die Grasabladestelle ist, immer ein bisschen rummähen und gleich verkaufen da, oder nicht? Ja. Siehst du, dann fahre ich da irgendwo zum Grasabladestelle hin. Mähe da ein bisschen immer. Und verkaufe das. Was hältst du davon? Bringt ein bisschen extra Geld. Was denn? Bringt ein bisschen extra Geld. Eben. Sind das nur 500 Euro oder ein bisschen mehr schon? Kommt auf die Lademenge ab, die man da hinbringt. So viel wird es nicht sein. Naja, wir werden es mal gleich sehen, ne? Das Ding ist ja noch voll. Ach, ich fahre hier vorne jetzt mal hin zum Abkippen, ist das scheißegal. Du musst sagen, wann ich abpumpen soll, ne? Ich geb Bescheid. So, ich bin auch gleich da. Fein. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Wie schön. Ah! Unfall. Alles klar, ich hab's überlebt. Achso, ich muss hier gerade ausfahren. Hab mich ein bisschen verfahren jetzt. Okay, was ist das denn hier? Jet Set Farming, The Rise of the Harvester, Running Out of Tiered. Wie süß ist er denn? Fremdbahn! Müsste das Autokino sein. Ach so! Rennbahn, wie geil. Kann ich hier langfahren? Bin bei 100%. Was denn? Da kann abgepumpt werden. Okay, Mama ist gleich da. Autokino, sagst du. Aber wo ist denn meine Abladestelle hier?
irgendwo hinter dir. Ich such den schon. Ich bin sofort bei dir. 2 Sekunden. Da ist er. Wo steht der Kleine denn? Da ganz hinten. Hori Knarras. Wenn das fertig ist, dann werde ich eben Geschwindigkeit auf höher stellen, ne, dass die Ente auch hier reif wird, dann nächste, ne? Ja. Da bin ich mal gespannt, wie weit wir kommen, ne? So. Sehr schön. Und dann haben wir auch geschafft. Ich kann hier weiterfahren. Ich wollte gerade abwarten beim Abpumpen. Mich dussel, das ist ja Schwachsinn. Ne? So, hier vorne muss das irgendwo sein. Ich muss hier irgendwo abladen können. Ach, hier sind Kipperkarriere. Karspiegel sein. Ach, alles klar, sehe ich. Jetzt sehe ich's. Da bin ich ja mal gespannt, wenn ich jetzt hier aussteige. So. Oh Mann. X drücke. E drücke. Nee, ich muss ja wieder raus hier. Ich muss ja erstmal wieder entsperren, das Auto hier, ne? O drücke. Das ist aber ganz viel, ne? Weder lohnt sich nicht, du. Ich meine, viel Arbeit für runterfahren. Deswegen sind wir nur für die Mission gut, denn bei diesen Stellen macht es ordentlich mehr mit dir. So, jetzt bin ich mal gespannt. Achte mal, da 8221. Jetzt drücken wir mal Q. Hä? Ja, da lohnt sich aber nicht hinzufahren. Ach, da kriegst du mal wirklich, wenn man gerade 500 Euro oder so dafür. Ja, wenn man dann später den Sammelwagen hat, den großen oder mehr drauf hat, ist auch nett. Ja, das ist klar, ne? Aber hiermit lohnt sich das noch nicht. Das meine ich, dachte, jetzt kann man eben so ein bisschen, ne? Auftrumpfen. Ich muss erstmal gucken, ob ich überhaupt da auf dem Ding jetzt drauf fahren kann, weil der Anhänger so doof steht hier. Nein. Ich stehe total bescheuert. So, eben vorwärts fahren rein. So, das sollte reichen. Jetzt steht er, glaube ich, richtig mit dem Ding. Muss ich abpumpen? Noch nicht. Aber jetzt. Bin bei 90%. Wie viel? 90%. Du siehst, wenn ich gedreht habe, dann bist du ja schon da. Kannst du neben mir herfahren? Ne, mir zu langwierig. Ja. Muss mein Hopper ja erstmal wieder da weg haben. So, jetzt abpumpen. Muss ja sowieso. Okay, dieses können wir noch hinterher fahren. Ich drücke jetzt. Gib mal Gas und dann diese machen wir noch im Schnell fertig jetzt, ne? Und dann drücke ich Taste 4. Bin bereit. Jo. Weil das muss ja sowieso dann der andere erstmal reif werden jetzt, ne? Wo sind die Feinkerlkes denn? Da sind die beiden. Ach, jetzt sehe ich mich auch, ja. Oh, wie sind Zwillinge? Wie süß ist das denn? Oh, muss ein bisschen hier so. Ich lasse ich hier so. Sehr schön. Und dann muss ich so. Und dann bin ich zufrieden, so. Wäre Angelegenheit. Ja, das sag ich dir, das sag ich dir. So, das war das. Wie viel Prozent hast du noch drin? Gar nicht mehr. Okay. Dann stelle ich die Zeit eben vorwärts, ja? Ja. Aber ich will mal eben kurz die andere Map gucken, wie viel vergammelt ist. Im Wachstum, ja.
Guck mal eben, siehst du auf Feld 10, was da los ist? Nee, 16 meine ich. 16, ja, die Mitte ist verspottet. Der Rest, naja, ist noch rein. Naja, dann machen wir mal ein bisschen vorspulen. Dass das jetzt einfach mal. Wir warten einfach mal. Kannst du die Zeit auch vor- und zurückspulen? Ja. Ich habe die auf 60 jetzt gestellt, ne? Nicht bereichen. Meinst du, dass das jetzt schon geht? Wir können das auf 120. Mach mal auf 120, ist ja egal. Und wenn wir ja sehen, andere Feld ist er so aus der Kontrolle geraten. So, dann werde ich mal eben hier wieder. Da ist mein Hoppula. Den mal eben wieder nach Hause bringen. Zack. Zack. Aussteigen. Fixieren. O drücken. Und einsteigen. So, dann wir O drücken. Last sperren. Okay, siehst du, jetzt kommen wir nach Hause. Mama kommt nach Hause. Na, hat sich nicht wirklich gelohnt. Das war eine schwache Ausbeute. Da bin ich nicht mit fremd, muss ich ganz ehrlich sagen. Da, der ist nicht gut, ne? Da, der ist ein Autokino. Ja, hier sehe ich es auch, ja. Immerhin 500 Euro mehr auf dem Konto. Ja, das stimmt. Aber es ist ganz aufwendig wert. Muss ich mal eben auch. Da muss ich auch mal sehen. Es wird dunkel, kann das sein? Oder habe ich was am Glüsen? Ja, das kann ich schon. So. Wo müssen wir denn hin? Geradeaus noch. Fahren wir im Kabinenansicht wieder, ist schöner, ne? Ah, hier ist der Händler. Wollen wir den Hopper verkaufen oder brauchen wir den? Für die Mission würde ich ihn behalten. Hä? Für die Mission würde ich ihn behalten. Ja, wenn wir Mission machen wollen, ist die Frage, ne? Können wir wieder aktivieren, alle 2 Minuten, alle 5 Minuten. Ja, aber ist ja so viel Stress immer, ne? Zwei geht das. Hä? Zwei geht das. Und so nur kann ich auch den Traktor fahren, abnehmen. Okay, dann behalten wir den, ne? Dann cruisen wir noch, driven wir nach Hause. Dumm, die dumm, die dumm. Moin, da bin ich wer. Pankok Opan. Weißt du, was ein Pankok ist? Nein. Pfannkuchen. Kennst du Pfannkuchen? Ja. Oh, hab ich immer geliebt als Kind. Und dann war ich war letztes Jahr mal in Berlin. Mein Engel kommt da ja her, ne? Und dann wollte ich einen Pfannkuchen haben. Und weißt du, was in Berlin ein Pfannkuchen ist? Nein. Ein Berliner. Berliner kennst du doch, diese Brötchen mit die Marmelade da drinne sozusagen. Ja, diese Treppe, die wir so nennen. Die heißen da nämlich Pfannkuchen. Ich so, ja, super. Da muss ich immer drauf kommen. Da war ich nämlich beim Bäcker, hab ich mich ein bisschen blamiert, ne? Hättest du beim Achim nachfragen können. Kann ich meinen Anhänger auch mit meinem Jeep wegfahren? Bei Achim, ja, aber ich war ja bei Achim auch schon mal, ne? Aber an diesem Tag war ich mit Achim nicht unterwegs. Bereit zum Abpumpen. Sofort, mein Freund. Mama ist da. Ach, ist schon reif gewesen, doch. Wo stehst du denn da? Ach, was eine Idylle hier, ne? Oh, wie schön Romantik das doch aussieht, ey. Ich komme nicht auf den Gedanken. So, dann wollen wir doch mal fein ranfahren. Hier wollen wir mal bremsen. Fein. So, ich bin wieder weg. Ich kuppel das Ding mal an. Und versuch mal eben, mein Flug, das geht definitiv nicht, aber hat er hier so ein Ding, dass ich den eventuell hier ankuppeln kann? Ich denke mal, ne. Ne. Die hätten ganz anderen Kupplung. Nein. Du, was warst du denn? Ne, geht nicht. Hätte klappen können, ne? Das ist was wert. Ja, eben. So, ich verkaufe das nämlich mal eben. Und wenn du Bock hast, ich stell das, den Mähdrescher steht ja da, ne? Ja. Da kann ich schon mal ein paar Sachen hier verkaufen. Dann nehme ich den Schlepper. Und du kannst das da immer hinfahren, oder? Kann ich machen. Also zum Anhänger hinfahren.
Ja, mach ich. Ja? Ist ja nicht so weit jetzt, oder willst du das nicht? Ich fahre dann mal ins Bad. Gut, dann fahre ich eben schnell hier weg. Und werde eben die Sachen verkaufen, wie ein Pflug und wie Mähdrescher, sag schon, Mähdrescher, nicht den Brocken, wie ein Paddel. Mischstreuer. Mischstreuer, genau. Ey, hab ich alles gekauft, jetzt muss ich für teures, ich Idiot, ey. Mann, wird erstmal hier, ne, Insolvenz, erstmal Kassensturz gemacht, ey. Beim nächsten Mal pflanzen wir Rapsen, die sind mehr Geld. Bitte? Beim nächsten Mal pflanzen wir Rapsen, die sind mehr Geld. Ja, ne, werden wir auch machen, ne. So, hier rein. Zack. So. Und verkaufen. Das brauchen wir nicht mehr. So, ich bin unterwegs. Wir verkaufen das schön. Der Drescher mal in Bewegung kommt. Was denn? Der Drescher mal in Bewegung kommt. Klappt das alles so? Ja. Vermisst du mich da schon? Oh, scheiße. Fast irgendwo gegengefahren. So, dann verkaufen wir den mal eben hier hinten. Irgendwo war das ja, wo ich ihn abstellen kann. Oh, nein. Ich muss mein Lenkrad, glaube ich, hier mal spielen. So, da kann ich den hinpacken. Dann fahre ich rückwärts rein. Da bin ich mal gespannt, was der Onkel dafür kriegt. Kuh. So, oh mein Moin. Ich hab was Feines hier. Was kann ich, was gibst du mir denn? Taste R. So, also 12.000 und verkaufen. Wart, können wir noch ein bisschen feilchen? Ey, 13.000, komm. Sei nicht so, ey. Nee, bist du bekloppt? Was? Ey, der ist ganz neu, den habe ich noch nicht einmal benutzt, ey. Okay, einmal benutzt, da schon, aber da hat der Helfer scheiße geworden. Ach, der nicht, komm, gib mir die Kohle, ey. Kein Bock auf Reden hier. Wir sind am Video, denn der dauert doch zu lange sonst, Kollege. So, Nico. Der wollte mich versuchen zu bescheißen, ey. Jetzt brauchen die leider einen neuen Verkäufer. Ist normal. Siehst du, jetzt bringe ich hier nämlich diesen Anhänger hin, ne? Und mal gucken, was da. Aber das machen wir im anderen Video, ja? Ja. So, da hat Spaß gemacht mit dir, Nico. Das wird jetzt immer so, denke ich mal, so bleiben, ne? Dass du hier mithelfen willst oder kannst oder so, ne? Also, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Würde mich da freuen. Und ich sage schon mal in diesem Sinne ab in die Rinne. Bis dann. Tschüss.